Okay. Also, welcome euch allen. Danke, dass ihr dabei seid, dass ihr euch eingeloggt habt in unseren Spenden-Wohnzimmer-Event am Giving Tuesday. Und ich habe mir gedacht, Giving Tuesday, das dürfte für viele von uns in Deutschland was Neues sein. In den USA hat ja dieser Spendendienstag eine ganz lange Tradition, eine wunderbare Tradition, an die wir heute Abend anknüpfen wollen. Jedes Jahr am Dienstag nach Thanksgiving lassen sich Millionen Menschen am Abend erwartungsvoll in ihren Wohnzimmersessel sinken und lassen sich online oder im TV über ein Spendenprojekt kompakt informieren, stellen dann online ein paar Fragen dazu und dann, wenn man überzeugt ist vom Sinn des Projektes, dann spendet man. Und genau dazu lade ich euch jetzt herzlich ein. Welcome, also. Welcome mit 2 L. LL für Liebe und Leben. Welcome, so heißt das Sozialunternehmen, das wir euch in dieser Stunde vorstellen wollen. Wir zeigen euch, was die vielen enorm engagierten Mitarbeiter sozial unternehmen, um Familien zu unterstützen, Kindern zu helfen, groß zu werden, gesund groß zu werden und Eltern natürlich zu entlasten. Und ihr ahnt in diesem Corona-Jahr, wie extrem viel Unterstützung nachgefragt wird und die Hilfsmittel, die schmelzen ja rapide. Noch nie war also eure Unterstützung so wichtig wie heute. Deshalb freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr nachher, wenn ihr die Arbeit von Welcome an den 230 Standorten in Deutschland, Österreich und Schweiz kennengelernt habt, wenn ihr diese Arbeit unterstützt und spendet. Am besten gleich noch in dieser Sendung, aber natürlich auch in den nächsten Tagen und vielleicht gewinnt ihr ja auch noch weitere Spender für diese so unendlich wichtige Familienhilfe. Das Online-Spendenformular, das findet ihr auf der Welcome-Website, dann auch als Link im Chat hier und in der Einladung war es ja auch schon zu sehen. Das Formular ist wirklich sehr einfach auszufüllen und sehr sicher im Geldtransfer. So. 7 Mitarbeiterinnen von Welcome haben sich in diesem unserem digitalen Raum versammelt, um euch die 3 umfangreichen Welcome-Angebote zu präsentieren. Ich stelle euch die wunderbaren 7 jetzt sofort vor. Das ist als erstes die Nina Brun. Sie ist verantwortlich für die Welcome-Unternehmenskommunikation und verantwortlich dafür, dass wir alle perfekt mit der Zoom-Plattform hier klarkommen. Nina, bitteschön. Dankeschön, Nina. Hallo von mir. Ich mache eine ganz kurze Einführung in die Technik. Wir fangen an mit dem Mikrofon. Wenn ihr mit eurer Maus an den unteren Bildschirmrand geht, dann tauchen ein paar Zeichen auf. Ganz links findet ihr das Mikrofon. Aktuell seid ihr alle stumm geschaltet und unsere Empfehlung ist auch, dass ihr das beibelasst, da wir ansonsten sehr viele Geräusche aus vielen Wohnzimmern gleichzeitig hören würden. Rechts daneben seht ihr das Kamerasymbol. Aktuell ist bei euch allen automatisch die Kamera eingeschaltet. Wer das nicht möchte, kann sie hier ausschalten. Wichtige Informationen zu dem Zeitpunkt: Wir werden diesen Spendenabend heute aufzeichnen und auch online stellen. Wer also nicht gesehen werden möchte, der kann jetzt die Kamera hier ausschalten. Wir haben allen Gästen auf der Gästeliste einen Bildschirmhintergrund zukommen lassen und den könnt ihr auch hier einstellen bei der Videokamera. Zwar geht ihr auf den Pfeil neben dem Kamerasymbol, klickt auf virtuellen Hintergrund auswählen und dort dann auf das kleine Plus und wählt den abgespeicherten Bildschirmhintergrund aus. Und dann erscheint ein Engel bei euch. Dann kommen wir zur Ansicht. Rechts oben findet ihr ein Symbol, da steht Ansicht daneben. Es gibt 2 verschiedene Ansichten, einmal die Sprecheransicht und einmal die Galerieansicht. Die Galerieansicht bietet sich jetzt gerade an, dann seht ihr alle Gesichter, die daran teilnehmen und auch später wieder bei der Verabschiedung. Dazwischen empfehlen wir euch die Sprecheransicht. Dann seht ihr immer denjenigen, der spricht, sehr groß. Dann ein letztes Wort zur Technik. Unten in der Bildschirmleiste seht ihr auch den Chat. Hier werde ich im Laufe der nächsten Stunde einige Facts bekannt geben. Ich werde den Spendenstand posten und hier habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Schreibt gerne euren Namen und den Ort dazu, wo ihr herkommt. Die Fragen beantworten wir zwischendurch und auch am Ende. Das von mir.
Danke, Nina. Also wir werden dich jetzt in der Sendung noch ein paar Mal mit wichtigen Informationen, vor allem zum Spendenstand, wiedersehen. So, also ich stelle weiterhin die wunderbaren Macherinnen von Wellcome vor. Hier ist erstmal die Chefin, die Gründerin und die Geschäftsführerin von Wellcome. Sie hat das Sozialunternehmen vor 18 Jahren gegründet, wurde für dieses einzigartige Engagement mehrfach ausgezeichnet, allem voran mit dem Bundesverdienstkreuz. Rose Volz-Schmidt. Hallo, guten Abend und schön, dass ihr alle da seid. Es sind vertraute Gesichter dabei. Ich will eine Person nochmal besonders begrüßen, das ist die Esther, weil das ist eine ehemalige Mitarbeiterin, die jetzt in der Nähe von Philadelphia wohnt, also über dem großen Teich. Glückwunsch, ihr habt eine gute Wahl getan neulich und super, dass du uns heute Abend folgst. Aber natürlich freue ich mich über alle, die heute Abend dabei sind. Very welcome am Giving Tuesday. Dann möchte ich euch die Geschäftsführerin zweier Wellcome-Hilfsangebote vorstellen, die dann sind praktische Hilfe nach der Geburt und Spendenfonds für Familien in Not. Kerstin Harnisch-Eckert. Hallo zusammen, guten Abend, schön, dass alle da sind. Und sie organisiert die Einsätze für die praktische Hilfe nach der Geburt, die Teamkoordinatorin Eva von Geisau. Toll, dass du da bist. Schönen guten Abend, ich freue mich dabei zu sein. Für den ebenfalls praktischen Einsatz des Spendenfonds darf ich Ruth Freude begrüßen. Hallo. Hallo, guten Abend, ich freue mich auch sehr. Und für das dritte Welcome-Angebot für die Online-Beratung elternleben.de ist die Psychologin Dr. Martina Stotz dabei. Hallo Martina. Hallo, so schön mit dabei sein zu dürfen und herzlich willkommen. Und dann darf ich die technische Leitung nicht unterschlagen. Die ist nämlich anspruchsvoll, diese Leitung. Die hat die Verantwortliche für das Marketingmanagement bei Wellcome, Anna Schuster. Hallo. Hallo, guten Abend in die große Runde. Also, es geht los mit Rose natürlich. Ich verlese nämlich gleich das Grußwort für diesen Abend und zwar nicht von irgendwem, sondern von niemand Geringerem als von der Kanzlerin Angela Merkel. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich persönlich für Wellcome engagiert? Ja, das war eine der verrückten, der vielen verrückten Wellcome-Geschichten. Das ist schon viele Jahre her. Es war in etwa um die gleiche Zeit wie jetzt, kurz vor Weihnachten 2007. Der Anlass war ein trauriger, nämlich in Deutschland sind mehrere Kinder durch ihre Eltern zu Tode gekommen. Und da hat das Bundeskanzleramt nach einem Projekt gesucht, was steht für eine Kultur des Hinsehens. Und wir sind tatsächlich identifiziert worden als ein mögliches Projekt. Und ich bin dann wirklich zum Kaffee bei der Kanzlerin eingeladen worden. Wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten. Und am Ende hat sie gefragt, ob sie die Schirmherrschaft übernehmen darf. Da kann man natürlich nicht Nein sagen. Großartig. Also eine bessere Empfehlung gibt es ja nicht, Kirsten. Am besten empfiehlst du jetzt gleich mal, auf welchen Wegen man den dann auch spenden kann später. Das mache ich sehr gerne. Dafür bitte ich Anna, einmal auf unsere Spendenaktion zu gehen. Den Link finden alle auch im Chat. Dort wird er von Nina gepostet werden. Jetzt zu sehen unsere Spendenaktionsseite. Es ist schon etwas zusammengekommen. Wir freuen uns total, aber es ist natürlich noch längst nicht am Ende. Es gibt schon tolle Kommentare dazu. Und wer spenden möchte, geht auf den grünen Button jetzt spenden und kommt dann auf dieses Formular, wo wir schon ein bisschen Arbeit abgenommen haben und schon mal ein paar Beträge eingetragen haben, aber selbstverständlich das leere Kästchen, es geht auch mehr als 100 Euro. Wir brauchen ein paar persönliche Daten, weil Spendenquittungen sollen ausgestellt werden. Und ganz wichtig ist, dass wir einen Namen brauchen. Es kann ein Kürzel sein, es kann auch anonym drinstehen, aber ohne, dass der Name dort unten eingetragen wird, über Kommentar ist es nicht möglich, die Spende loszuschicken. Spenden ist möglich über PayPal oder eben auch über die Lastschrift. Ganz wichtig noch, ganz zum Schluss, unter Jetzt spenden auf den Button drücken. Dann haben wir uns noch was ausgedacht, etwas Besonderes. Und zwar gibt es die Möglichkeit,
Weihnachten steht vor der Tür und es gibt so viele Menschen, die schon alles haben. Wir haben uns einen Geschenkgutschein ausgedacht. Wer also jemandem etwas Gutes tun möchte, geht auf Unterstützen Sie uns. Sieht da diesen roten Button dahinter, wenn du drauf gehst, Anna, liegt ein Geschenkgutschein, der ganz einfach ausgefüllt werden kann und dann verschenkt werden kann. Natürlich die Spende auch tätigen, die verschenkt werden soll. Das nicht vergessen. Danke dir, Anna. Ja, und ich danke dir, Kirsten. Also so ganz im Sinne unserer Kanzlerin, wir schaffen das, dieses Spendenformular auszufüllen. Und ganz im Sinne von Giving Tuesday kommt jetzt ganz kompakt jede Menge Informationen über die drei großen Welcome-Säulen, die drei Hilfsangebote für Familien. Hier ein erster kleiner Film, was macht Welcome? Und dazu dann gleich die erste Projektschiene, praktische Hilfe nach der Geburt. Bitte schön. Liebe Nina, ja? Du schuldest uns noch das Grußwort der Kanzlerin. Darfst du aber gerne auch nachholen. Du, das ist eine super Idee. Stimmt. Nein, sehr gerne. Ich habe mir nämlich notiert, dass nach der Kirsten gleich der Film kommt und das war eine Fehlnotierung. Natürlich müssen wir das Thema Wir schaffen das auch wirklich in die Realität umsetzen. Wir schaffen es, dieses Grußwort vorzulesen. Und das ist wunderschön überschrieben natürlich. Bundesrepublik Deutschland, die Bundeskanzlerin, Berlin zum 1. Dezember 2020. Jetzt Grußwort für Welcome zum Giving Tuesday. Jemanden willkommen zu heißen, ist eigentlich eine alltägliche und zugleich zutiefst menschliche Geste. Sie drückt vieles aus: Freude, Dankbarkeit und vor allem Offensein und Wertschätzung gegenüber anderen. Nie empfinden wir das Willkommensgefühl intensiver als bei der Begrüßung eines Neugeborenen. Die Eltern staunen, sie sind glücklich und dankbar und mit ihnen sind es die Verwandten und Freunde. Elternschaft bedeutet aber nicht nur Glück, sondern auch Verantwortung. Und am Anfang eine große Umstellung. Ohne mithelfende Hände kann der neue Alltag mit einem Kleinkind für die Eltern mitunter beschwerlich sein. Gerade auch in den ersten Wochen und Monaten. Da ist jegliche Unterstützung ein Segen. Einem Sprichwort zufolge braucht es ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Die Ehrenamtlichen von Welcome schlüpfen gleichsam in die Rolle der Dorfbewohner. Sie unterstützen junge Familien vielerorts mit Rat und Tat. Aber auch Helfer brauchen Hilfe. Welcome selbst ist auf Spender angewiesen, um für Familien da sein und sie stark machen zu können. Daher hoffe ich auch auf eine erfolgreiche Online-Veranstaltung, auf das der Giving Tuesday seinen Namen alle Ehre machen möge. Bereits seit vielen Jahren bin ich Schirmherrin von Welcome. Gerade deshalb kommt es von Herzen, wenn ich allen Engagierten und Unterstützern danke. Ich wünsche Welcome eine glückliche Hand für ein weiterhin hilfreiches Wirken für Familien und im Interesse unserer gesamten Gesellschaft. Angela Merkel. Das geht nah, oder? Und das ist ein Kompliment an Welcome. Und jetzt kommt der Film über Welcome und die erste Säule der Unterstützung, Hilfe nach der Geburt. Das Baby ist da, die Freude ist riesig und nichts geht mehr. Sind das Herz von Welcome, unsere Engel. Kindern geht es nur gut, wenn es den Eltern gut geht. Wir tun was dafür. So,
So, da habt ihr eben schon das Konto gesehen. Und ihr wisst ja, dass wir dieses Spendenformular haben. Also jetzt schon mal sich innerlich darauf einstellen, dass es großzügig befüllt wird. Ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, euch das Welcome-Angebot Praktische Hilfe nach der Geburt genauer vorzustellen. Und dazu brauche ich 2 Frauen. Die Geschäftsführerin Kirsten Harnisch-Eckert und die Teamkoordinatorin Eva von Geiser. Und an Kirsten die erste Frage. Das Angebot Praktische Hilfe nach der Geburt, bevor wir das uns jetzt im Detail anschauen, hätte ich gerne einfach ein paar Daten und Fakten. Wie viele Engel engagieren sich, also wie viele Ehrenamtliche? Wie viele Stunden haben die schon investiert, schätzungsweise? Und wie viele Familien habt ihr betreut? Ja, die Zahlen aus 2019 sind beeindruckend. Es ist, wir haben ungefähr 4.200 Ehrenamtliche, fast 4.500 Familien haben wir betreut 2019. Und unsere Ehrenamtlichen, so wie Rose schon gesagt hat, das Herz von Welcome, von der praktischen Hilfe, über 100.000 Stunden ehrenamtliche Unterstützung wurde von ihnen in 2019 geleistet. Boah. Das ist wirklich beeindruckend. Vielleicht erzählst du ein bisschen was für Problemsituationen das sind. Welche Mütter, manchmal sind es ja auch Väter, brauchen unmittelbar eure Hilfe? Ja, ich würde gar nicht von Problemen unbedingt sprechen, denn so auf dem Planet Eltern zu landen, die eine oder der andere erinnert sich vielleicht noch dran, reicht manchmal völlig aus. Es entsteht eine Überforderung durch ganz, man muss sich einfach daran gewöhnen. Wie ist es plötzlich Mutter zu sein? Wie ist es Vater zu sein? Wie organisiere ich meinen Alltag neu? Und alleine das ist schon eine Herausforderung natürlich. Wie war die Entbindung? Wie ist die Schwangerschaft gewesen? Gab es da, wie bin ich körperlich da rausgekommen? Und wenn die nicht nur das Kind da ist, sondern vielleicht auch 2 Kinder oder zum Beispiel das Netzwerk fehlt, das heißt also, ich mir auch keine Entlastung holen kann. Oder ich ein Schreibbaby bekommen habe oder vielleicht auch zum Beispiel mal der Arbeitsplatz meines Partners, also oder die Grundlage, die Existenzgrundlage gefährdet ist. Das sind einfach Herausforderungen, die man nicht einfach mal ebenso meistern kann, ohne Unterstützung zu haben. Ganz alltagspraktisch, so wie es unsere Ehrenamtlichen eben tun. Eva, dann gib uns doch gleich mal zwei Beispiele, wie du Lust hast, wie ihr praktische Hilfe leistet, aus deiner Erfahrung? Also aktuell, die letzte Familie, die sich jetzt bei mir gemeldet hat, war zum Beispiel eine Zwillingsfamilie, die kein familiäres Netzwerk in der Nähe haben. Und das läuft dann so, dass die Familie sich bei mir meldet. Wir machen einen Termin für ein telefonisches Erstgespräch. Wir sprechen über die aktuelle Lebenssituation und auch, wie belastet die Familie ist. Und dementsprechend gebe ich mir ganz doll Mühe, schnell die passende Ehrenamtliche in die Familie zu entsenden. Die beiden schnuppern sich in einem Kennenlernen und dann kann der Einsatz starten. Gerade Corona-bedingt hatte ich zum Beispiel auch Fälle, wo die Familie auf die Oma aus Russland gewartet hat, die eigentlich nach der Geburt eingeplant war und die einfach nicht einreisen konnte, Corona-bedingt. Und ja, in dem Fall habe ich mich gefreut, eine Ehrenamtliche in meinem Team gehabt zu haben, die hilft. Ja, Wahnsinn. Vielleicht, Kirsten, dazu gleich mal Corona-bedingt. Da wart ihr ja mit Sicherheit auch eingeschränkt. Wie stark denn? Ja, wir mussten tatsächlich im Frühjahr, im ersten Lockdown, kompletten Lockdown, die ganze praktische Hilfe wirklich von dem einen auf den anderen Tag im Grunde stoppen. Wir mussten die Unterstützung stoppen. Wir haben aber es geschafft, dass viele Ehrenamtliche zumindest im telefonischen Kontakt geblieben sind. Also ich meine, die Angst war groß, die Belastung ist groß gewesen von den Familien und es war beeindruckend, wie motiviert die Ehrenamtlichen waren, eben diese Beziehung und diese Unterstützung dann digital zu leisten. Das ist super. Und wir haben sehr früh, Mitte Mai, als es möglich war, wieder mit der Betreuung angefangen, also unter allen hygienischen, mit allen Hygienekonzepten, zum Teil mit Maske, viel draußen. Wir hatten einen fantastischen Sommer, sodass wirklich vielen Familien geholfen worden ist. Die Ehrenamtlichen haben sich die Hacken abgelaufen.
sage ich mal. Und das ist einfach sehr wertvoll gewesen, dass wir so weiter betreuen konnten. Während der Corona-Zeit, während des harten Lockdowns im Frühjahr, haben wir wirklich nur noch in Notfällen betreut und das dann aber auch wirklich in vollem Bewusstsein und mit einem Einverständnis zwischen Familie und Ehrenamtlicher logischerweise. Aber das war einfach wichtig, gerade Alleinerziehende ohne Netzwerk, die alleine in der Wohnung mit einem Baby gewesen sind, das konnten wir nicht verantworten. Eva, du hast ja eben gerade gesagt, dass ihr ganz locker mal die Betreuung der Oma ersetzt habt. Aber ich stelle mir vor, das ist ja doch eine sehr intime Situation, wenn Ehrenamtliche da in die Familie, in den Haushalt reinkommen. Da muss ja die Chemie wirklich stimmen. Wie bringst du denn jetzt die richtigen Ehrenamtlichen in die Familien? Also die Chemie ist total wichtig, weil man gibt der Ehrenamtlichen das Wichtigste, was man hat, sein Kind. Deshalb gebe ich mir ganz besonders Mühe, in den Kennenlerngesprächen die Ehrenamtliche mir Zeit zu nehmen, sie wirklich gut kennenzulernen, nach der Motivation zu fragen, nach der Erfahrung. Und in diesen intensiven Gesprächen merke ich schnell, wer möchte mehr in den Trubel einer Zwillingsfamilie? Wer war zum Beispiel selbst alleinerziehend und möchte deshalb ganz besonders gerne Alleinerziehende unterstützen? Also da gibt es auch im Team eine ganze Vielfalt. Und da in den Gesprächen kann ich schon sehr gut spüren, wer zu welcher Familie passt. Und wie handelt ihr Situationen? Es sind sicherlich öfter mal nicht so ganz einfache Familiensituationen. Angespannt ist da wahrscheinlich noch freundlich formuliert. Wie geht ihr damit um? Also es ist schon so, dass erstmal mit der Ehrenamtlichen auch eine Entlastung kommt. Und das berichten sie mir. Die Mütter freuen sich so, oder die Familien, dass jemand kommt, dass erstmal eine kleine Last schon abfällt. Dann haben wir Gespräche mit den Ehrenamtlichen, wir haben Gespräche mit den Familien und wenn wir merken, die brauchen mehr Unterstützung, haben wir uns ein Netzwerk aufgebaut und können eben auch an andere Träger aus unserem Netzwerk verweisen und versuchen, noch mehr Hilfe zu organisieren. Und ich kann mir vorstellen, viele interessiert jetzt auch, was sind das eigentlich für Menschen, die Ehrenamtlichen, die sich freiwillig für diese Hilfe zur Verfügung stellen? Sind es eher Menschen, die nicht arbeiten oder nicht mehr arbeiten, also in Rente sind, oder sind es auch Berufstätige? Beschreib mal ein bisschen. Also ich würde sagen, das sind Menschen wie du und ich. Also sie brauchen auf jeden Fall mal ein Herz für Kinder und für das Ehrenamt. Das sind alle, also in erster Linie. Aber es sind, ich habe von Studierenden bis Mütter, Rentnerinnen, alles im Team. Also es ist ganz vielseitig, so vielseitig, wie Welcome ist. Genau, da würde ich doch gerne kurz ergänzen, Nina, und zwar ist es schon besonders, wir haben fast 50% der Ehrenamtlichen zum einen, die sich das erste Mal engagieren und wir haben so Anfang 40% der Ehrenamtlichen, die tatsächlich auch berufstätig sind und das neben der Berufstätigkeit machen. Einfach dieses einmal in der Woche 2 Stunden eine Familie unterstützen, das passt eigentlich häufig, sehr häufig zum Glück. Ja, das ist zu schaffen. Dann fragt sich vielleicht der eine oder die andere, die uns jetzt sieht und erlebt. Interessiert mich, würde ich vielleicht gerne machen. Was muss denn ein ehrenamtlicher Engel mitbringen? Wird er geschult zum Beispiel? Also geschult nicht. Es sind, wie ich gerade sagte, eigentlich Menschen aus der Nachbarschaft, häufig Mütter auch, die selber kleine Kinder hatten. Aber die Menschen lernen wir ja in den Gesprächen kennen, spüren die Motivation und die bekommen 1 bis 2 Fortbildungen auch im Jahr angeboten, nochmal zu spezifischen Themen. Zum Beispiel, was ich jetzt meinen Ehrenamtlichen zuletzt angeboten hatte, war ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder. Wir haben Infomaterial, wir sorgen für Austausch, aber es sind Menschen aus der Nachbarschaft, wie du und ich. Und wenn du jetzt dir alles anschaust, die vielen, vielen Matches, sage ich jetzt mal, passt denn jetzt meistens ehrenamtlicher Engel und die Familie oder müsst ihr doch häufig mal umbesetzen? Also in 99% der Fällen matcht es. Aber wenn es mal nicht so ist, dafür haben sie ja die Kennenlerngespräche, um sich am Anfang zu beschnuppern, dann ist das auch in Ordnung. Und das hatte ich mit beiden Seiten offene Gespräche, Rückmeldungen und dann probiert man einfach das mit einer anderen Ehrenamtlichen aus. Aber es kommt sehr, sehr selten vor. Klingt rund. Kirsten, dann lass uns mal über Geld reden. Das Welcome-Angebot ist kostenlos.
Nein, das Welcome-Angebot ist nicht kostenlos. Die Familien zahlen an den jeweiligen Standorten, wo sie angedockt sind mit ihren Ehrenamtlichen, eine kleine Gebühr von bis zu 5 €. Ganz wichtig, am Geld darf die Hilfe nicht scheitern. Aber die Koordination, so das, was die Eva eben erzählt hat, das sind Fachkräfte, das sind Professionelle. Also Ehrenamt braucht professionelle Begleitung. Das heißt also, wir können das nicht kostenlos machen, sondern es gibt einen kleinen Beitrag. Außerdem, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist auch eine Erfahrung. Aber nochmal ganz deutlich gesagt, am Geld darf die Hilfe nicht scheitern. Und es ist auch egal, welchen Standard, sozialen Standard die Familie hat. Auch ein Umzug oder ähnliches kann eine Familie, das kann dazu führen, dass eine Familie knapp bei Kasse ist. Und auch dann soll sie die Unterstützung von Welcome genießen können. Es muss also nicht irgendein Nachweis oder ähnliches vorgelegt werden, dass die Familie besonders bedürftig ist. Da müssen wir nachher vielleicht nochmal drüber sprechen beim Spendenfonds. Aber vielleicht jetzt nochmal das Thema staatliche Hilfe. Bis wohin gibt es denn da eventuell auch staatliche Unterstützung in den Fällen, in denen man jetzt nach der Geburt praktisch helft? Und wo übernehmt ihr dann? Also ein großer Teil unserer 230 lokalen Welcome-Teams hat tatsächlich zum Teil eine öffentliche Finanzierung, also eine staatliche Finanzierung. Wir auf der Bundesebene sind ohne staatliche Finanzierung, sondern wir finanzieren uns über Unternehmenskooperationen, Spenden. Wir haben einen Unterstützerkreis, der uns sehr gewogen ist. Ja, und dann natürlich solche Abende wie heute, wo wir neue Menschen für das Angebot begeistern wollen, wo wir sagen wollen, unterstützt uns, engagiert euch für die Gesellschaft, für Familien. Wir stehen immer auch für Gespräche zur Verfügung. Also wer mehr wissen möchte, meldet sich bitte. Aber das ist, ja, so ist es bei uns sozusagen. Deswegen sind wir hier. Genau. Und nicht nur, um Ehrenamtliche zu motivieren, potenzielle, sondern natürlich auch, um euch zu finanzieren. Also, wir sind sofort beim Spendenaufruf, dem ersten richtigen, nach dem ersten Angebotstrailer sozusagen, mit dem wir euch motivieren wollen, für Welcome in die Bresche zu springen. Also, am Giving Tuesday gebt uns eure Unterstützung. Online-Spendenformular auf der Website von Welcome oder natürlich hier im Chat findet ihr den Link. Also, liebe Sympathisanten, nichts wie ran. Und vielleicht hattet ihr auch schon die eine oder andere Frage zum Thema praktische Hilfe nach der Geburt. Nina, gab es da schon was? Nein, bis jetzt sind alle sehr zurückhaltend. Es kommt noch keine Frage, aber schieß los. Hast du mir auch eine kleine Nachricht geschickt, die ich glatt ignoriert habe. Du, dann gehen wir sofort zu unserem nächsten schönen Unterstützungsgrund. Nämlich, Kirsten, du bleibst bei uns. Weil du auch Geschäftsführerin bist des Welcome Spendenfonds für Familien in Not. Darüber sprechen wir jetzt. Und es kommt dazu eine erfahrene Fonds-Mitarbeiterin, nämlich Ruth Freude. Hallo, guten Abend. Wie vielen Kindern konntest du im letzten Jahr eine Freude bereiten? Also ich habe extra nochmal nachgeschaut, damit ich jetzt auch nichts Falsches erzähle. Wir hatten 2019 insgesamt 381 Familien mit 607 Kindern, die wir mit dem Spendenfonds unterstützen konnten. Und magst du gleich mal über die Spendensumme, die ihr da verteilt habt, sprechen? Also wir lagen im letzten Jahr bei 281.000 Euro, die wir an die Familien weiterverteilen konnten. Und auch da muss man vielleicht nochmal nachfragen, staatliche Unterstützung gibt es ja auch. Wie weit realisiert ihr, aha, da gibt es staatliche Gelder, wir springen da ein, wo der Staat nicht finanziert, wie definiert ihr das? Genau, wir steigen da ein, wo der Staat nicht unterstützt. Es gibt Studien, in denen aufgezeigt wird, dass 50% der Großeltern ihre Enkel unterstützen. Das ist ja eine grandiose Anzahl eigentlich. Wir fragen uns dann natürlich immer, was ist mit denen, wo keine Großeltern zur Verfügung stehen, wenn Zwillinge geboren werden, wenn es
wenn überbrückt werden muss, wenn zum Beispiel 4 Kinder nach den Sommerferien Schulbücher, Schulmaterial kaufen, für die Familie gekauft werden muss. Oder was ist bei Zwillingen, Drillingen in Richtung Mobilität? Ein Drillingskinderwagen übersteigt einfach gerne mal das Budget. Wie Rose immer so schön sagt, Zwillinge, doppelte Freude, aber nur noch ein Einkommen, da kann es schon mal schwierig werden. Also von daher, da stehen wir ein. Wir stehen nicht für die strukturelle Not ein. Wir stehen auch nicht für staatliche Hilfeleistung ein, also wir greifen nicht in die Regelförderung ein, sondern es geht wirklich darum, Familien vorübergehend bei materiellen Engpässen zu helfen. Ja, also da macht es auf jeden Fall Sinn zu spenden am Giving Tuesday, da gibt es echt keinen Zweifel. Also das Spendenformular, das wartet auf Sie. Und Sie wollen natürlich noch mehr wissen über diese Säule der Unterstützung. Deshalb jetzt ein kleiner Informationsfilm über den Spendenfonds für Familien in Not. Da geht es um eine Familie mit Migrationshintergrund, große Familie, 6 Kinder und um eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind. Wir sind ja eine, kann man sagen, XXL-Familie, aber naja, ungeplante XXL-Familie. Als erstes haben wir unser erstes Kind gekriegt. Das war der erste Junge. Gut, wir haben ein zweites geplant, aber eigentlich ging es schneller, als man dachte. Und dann beim Ultraschall hieß es, ja, es werden dann 2. Und nach den Zwillingen kamen dann Drillinge. 6 Kinder, die ernährt und eingekleidet werden müssen. Auch wenn Irina Lünzmanns Partner fast rund um die Uhr arbeitet, reicht das Geld hinten und vorne nicht. Und auch die 1.200 Euro Kindergeld sind nicht genug, um die Großfamilie aus ihrer finanziellen Not zu befreien. Doch der Staat will keine weitere Unterstützung zahlen. Und dann habe ich dann gesagt, mein Mann verdient nicht genug. Ja, dann muss er mehr arbeiten. Ich habe gesagt, wie viel mehr muss er arbeiten? Auch Christine Schuster hat versucht, staatliche Unterstützung zu bekommen und ist auf einen nahezu unüberwindbaren Berg an Bürokratie gestoßen. Also man muss zu den Ämtern, man muss da Klinken putzen, man muss seine ganzen Abrechnungen aus den letzten 12 Monaten hinlegen, also ein Jahr. Und die wollen wirklich alles wissen, man muss sich da wirklich nackig ausziehen. Und dann haben sie mir nachher den Kindergarten bezahlt. Und dann hatte ich auch überlegt, Wohngeld zu beantragen, weil ich falle da eigentlich auch in diese Grenze rein. Da sagten die mir auch ganz klar, also entweder Wohngeld oder Kindergartenzuschuss. Beides geht nicht. Hürden, die es bei Familien in Not nicht gibt. Denn hier steht nur eins im Vordergrund. Jedes Kind soll die Chance haben, gesund groß zu werden. Gut, da fragt sich natürlich jetzt jeder, der uns zuschaut, wie habt ihr diese beiden unterstützt, also die 8-köpfige Familie aus der Ukraine und die alleinerziehende Mutter mit Kind. Also bei der Großfamilie, das hat man, glaube ich, auch im Film gesehen, wenn Zwillinge und Drillinge da sind, da fehlt es an Windeln. Und natürlich auch an Kinderkleidung, denn bei Zwillingen oder Drillingen kann man ja auch nichts weitergeben von einem Kind zum anderen. Und da konnten wir, glaube ich, doch enorm unterstützen. Und bei der alleinerziehenden Mutter kann ich mich erinnern, dass das Highlight für den Kleinen ein Laufrad war. Also das sind dann manchmal auch so kleine Unterstützungen, die bei den Familien schon ganz, ganz viel bewirken. Was müssen die denn machen, um jetzt an diese Sachen zu kommen? Müssen die einfach nur sagen, hier, welcome, ich brauche 3 Rad? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Also die Familien sind ja meistens bei den Trägern unserer Welcome-Standorte in irgendeiner Art und Weise angedockt. Sei es, dass sie da Angebote wahrnehmen oder dass sie beim Träger schon betreut werden. Und durch diesen persönlichen Kontakt wissen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann natürlich, welche Familien jetzt wirklich bedürftig sind und wo eben Notlagen bestehen. Und die vermitteln diese Familien dann eben an die Koordinatorinnen, die dann bei uns die Anträge für die Familien stellen können. Du hast ja eben auch schon gesagt, Windeln werden besonders nachgefragt, das ist klar. Was ist denn noch, was wirklich häufig nachgefragt wird? Also Kinderkleidung ist eigentlich überall in den Anträgen immer ein großes Thema.
gerade wenn es auch zum Winter hingeht. Winterjacken, Schneeanzüge, Winterstiefel, das stellt Familien natürlich vor, ja, schon enorme Kostenprobleme. Und dann werden auch sehr oft, wird Unterstützung bei der Einrichtung von Kinderzimmern nachgefragt. Also so bitter es klingt, wir haben ganz oft Familien, die nicht in der Lage sind, einfach mal ein Bettchen für die Kinder zu kaufen. Oder wenn sie größer werden und die Kinder sich dann in diesen Familien natürlich auch oft die Zimmer teilen müssen, ein Etagenbett anzuschaffen und solche Sachen. Also um einfach auch ein bisschen Struktur in die Zimmer reinzubringen, damit die Kinder da eine gute Umgebung haben. Es gibt aber auch sicherlich Dinge, die ihr nicht bewilligt, oder? Ja, also wir finanzieren nichts, was nicht den Kindern dient. Also wir würden jetzt beispielsweise niemals irgendwie einen Fernseher finanzieren oder ein Auto oder solche Sachen, sondern es muss wirklich direkt den Kindern zugutekommen. Und gibt es Anfragen, die sich jetzt neu durch die Corona-Krise ergeben haben? Hat sich das verändert, was die Familien brauchen? Das, was die Familien brauchen, würde ich jetzt nicht so sagen. Aber das, was sich doch sehr verändert hat, sind die Familien. Also wir haben wesentlich mehr Anträge jetzt durch die Corona-Zeit. Und es sind jetzt eben zu den klassischen bedürftigen Familien, Familien hinzugekommen, die sich bisher eigentlich ganz gut noch alleine finanzieren konnten, die jetzt kein großes Einkommen haben, aber die sind irgendwie über die Runden gekommen. Und wenn jetzt Kurzarbeit kommt oder der Minijob wegfällt, dann sind diese Familien ganz schnell am Rande ihrer finanziellen Kapazitäten und dann wissen die auch nicht mehr, wie sie halt die Winterstiefel oder den neuen Schneeanzug oder eventuell einen Kinderwagen finanzieren sollen. Und aus deiner umfangreichen Erfahrung hast du noch einen Fall für uns, den ihr mit dem Spendenfonds unterstützt habt und der dir besonders wichtig ist? Ja, ich habe einen Fall, der ist mir wirklich so in Erinnerung geblieben. Das war ein alleinerziehender Vater mit 5 Kindern. Da war die Mutter aufgrund von psychischen Problemen, als das jüngste Kind 3 Monate alt war, war die der Familie ja quasi davongelaufen. Und dieser Mann musste von einem Tag auf den anderen Elternzeit beantragen. Der musste Elterngeld beantragen. Die Antragstellung verzögerte sich und der wusste wirklich nicht mehr ein noch aus. Und dann hat die Teamkoordinatorin, die darum wusste, hat diesen Mann angerufen und ihm gesagt, dass es den Spendenfonds gibt und dass sie da die Möglichkeit sieht, einen Antrag zu stellen. Und dann ist dieser Mann wirklich in Tränen ausgebrochen und hat ihr erzählt, er sei morgens beim Pfarrer gewesen und habe mit dem Pfarrer um Unterstützung oder Hilfe gebetet. Und als ich diesen Bericht von der Teamkoordinatorin bekommen habe, da habe ich auch ein bisschen geweint. Also das war so wirklich was so zu Herzen ging. Ja. Unterstützt ihr eigentlich auch über Geldzuwendungen hinaus und kontrolliert ihr dann auch die Verwendung der Mittel, die ihr Familien gebt? Also wir sind natürlich nicht in der Lage, jetzt mit irgendwelchen Sachspenden in die Familien reinzugehen. Das können wir von Hamburg aus halt nicht koordinieren. Aber wir können auch die Mittelverwendung jetzt nicht direkt selber kontrollieren, sondern das obliegt den Koordinatorinnen vor Ort, die sich für alles, was sie an Mitteln zur Verfügung stellen, von den Familien dann eben auch die entsprechenden Belege geben lassen. Und das wird auch ganz genau nachgehalten, dass das Geld wirklich bei den Kindern ankommt und nicht für irgendwelche anderen Sachen ausgegeben wird. Kirsten, der zweite Teil der Frage, ne, also Hilfe über die Geldzuwendungen hinaus stellt ihr auch zur Verfügung, oder? Genau, ich würde da gerne ergänzen, denn ich bin laut, naja, genau, Entschuldigung, denn es ist so, dass die materielle Not ist ja häufig nur ein Teil. Also alle Eltern wollen gut für ihre Kinder sorgen und sorgen sich eben und wenden viel Kraft auf, um eben möglichst alles zur Verfügung zu haben, damit es den Kindern gut geht.
durch die Betreuung und Begleitung von unseren Teamkoordinatoren ist es so, dass die Möglichkeit besteht, die Eltern eben auch weitergehend zu beraten und zu begleiten. Manche kennen nicht die entsprechenden Beratungsstellen, wissen nicht, welche Ansprüche sie haben. Dafür ist unser Netzwerk da, um diese Familien eben weiter zu begleiten. Das heißt also, wir nehmen die Sorge, dass es den Kindern gut gehen kann, dass sie keine Schäden durch zu kleine Schuhe entstehen, zum Beispiel. Und es gibt sehr intensive Beratungsgespräche häufig mit diesen Familien. Und was uns auch immer wieder mitgeteilt wird, beziehungsweise über unsere Koordinatorin an uns herangetragen wird, ist, dass häufig kommen Menschen zu spät, um sich Unterstützung zu holen. Und dann ist das Kind manchmal schon, ich sag mal, in den Brunnen gefallen. Dann ist ein etwas verpasst worden. Wenn Sie einmal solche positive Hilfeerfahrung haben, Sie konnten sich öffnen, Sie sind nicht bewertet worden, sondern es ist wertfrei gewesen, diese Beratung, kommen Sie beim nächsten Mal einfach deutlich früher. Und wir können einfach mit weniger Aufwand und mit einer größeren Ressource, auch die die Eltern im Zweifel noch haben, weil sie nicht so lange gewartet haben, deutlich besser helfen, schneller helfen, mit weniger Aufwand helfen. Und es ist so viel wert. Also da leisten unsere Teams einfach eine fantastische, wirkungsvolle Unterstützung für Familien. Ja, euer Spendenfonds für notleidende Familien ist, wie der Name so sagt, spendenfinanziert. Wie steht es denn darum? Ja, wir haben, wie Ruth es schon angedeutet hat, wir haben ein Volumen, was wir im Moment im Jahr ausgeben können. Das sind um 180.000 Euro. Das ist ja schon eine Wahnsinnszeit. Wir merken aber jetzt durch Corona, auch das hat Ruth angedeutet, dass unsere Spenden häufig spätestens am 20. des Monats sozusagen dem Ende zugehen. Und wir einfach gucken müssen, welche Anträge können wir wie vielleicht auch ein bisschen kürzen, sodass wir einfach mehr Anträge und mehr Familien und mehr Kindern helfen können. Das heißt also, es wäre wunderbar, wenn sich weitere Paten, Dauerspender ab 30 Euro im Monat ist man dabei, finden würden, die sozusagen Familien an dieser Stelle so unterstützen. Was wir noch finanzieren, was ganz wichtig ist und was eine super Überleitung ist, nämlich zu unserem nächsten Angebot, ist, wir finanzieren auch einen Teil, mit einem Teil dieser Spenden die Online-Beratung von Elternleben. Auch das ist eine Erkenntnis aus der Corona-Zeit jetzt, dass der digitale Zugang zu Unterstützungsangeboten ist enorm wichtig. Von daher sind unsere bisherigen Spender sehr damit einverstanden, dass wir eben auch die Online-Beratung, die kostenfrei ist für Eltern, darüber unterstützen. Und das ist sehr wertvoll. Ja, damit hast du natürlich eine super Überleitung geliefert zu unserer dritten Säule der Unterstützung und des Angebots von Welcome. Ich habe gerade gesehen, Nina schreibt, nein, keine Fragen im Chat. Also ihr informiert so umfassend und so gut, dass die dabei sind, keine weiteren Fragen zu stellen haben. Also gehen wir jetzt gleich zu dieser dritten Säule über. Und ich habe die virtuell schon sehr intensiv kennengelernt und sehr zu schätzen gelernt, weil Welcome war mit der Online-Beratung für Eltern mit familiären Problemen bei einer sehr schönen Sendung dabei, die ich moderieren durfte während des Lockdowns von Procter & Gamble, mit Experten zu Corona-Fragen. Die Sendung hieß Gemeinsam stärker und die war auf der Plattform von For.me. Und ich muss wirklich sagen, ich war beeindruckt von der Professionalität und der Herzlichkeit der Beratung von elternleben.de. Rose, du bist Gründerin und Chefin, also hast du vor 3 Jahren entschieden, Welcome braucht eine Online-Plattform. Also psychologisch versierte Experten beraten Familien, die in Trouble kommen. Sag uns doch erstmal ein paar Daten. Wie viele Besucher sind auf der Plattform? Wie viele Beratungen gebt ihr? Wie viele Experten habt ihr? Und so weiter. Ja, bei der Online-Beratung war das so, dass das am Anfang noch gar nicht auf der Plattform war, sondern erstmal haben wir gesagt, wir müssen den Eltern Inhalte bieten, Themen bieten, weil die wissen so vieles nicht, beziehungsweise offen gestanden und haben aber nicht mehr die Orientierung, welcher
Nachricht, welche Informationen sie wirklich vertrauen können. Und wir wollten und wollen immer noch die Seite des Vertrauens sein. Und dann haben wir aber schnell gemerkt, dass der Bedarf nach Beratung besonders hoch ist. Weil Beratung ist eine große Sache durchs Vertrauen. Also wem kann ich die Fragen stellen oder auch nicht. Und wir sind wirklich stolz, dass wir heute über 60.000 Besucher monatlich haben. Die lesen Artikel, die holen sich Online-Beratung, die tauschen sich in der Community aus und so weiter. Und jährlich über 1.000 Beratungen führen wir durch. Manchmal reicht eine Frage, eine Antwort und manchmal sind es auch längere Dialoge. Wow. Und ja, das Expertenteam ist auch angewachsen. Wir haben, glaube ich, zu dritt angefangen und heute sind wir ein Team von 20 Expertinnen und einem einzigen Experten. Welcome ist halt eine sehr weibliche Welt, weil das Familienthema offensichtlich immer noch eins ist, was die Männer nicht ganz so gerne besetzen wie andere Themen, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, ist halt so. Wollen wir mal schauen, wie eine Mutter navigiert? Ihr mal über die Schulter gucken. Wir haben einen kleinen Film dazu. Auf eurer Plattform elternleben.de. Und ich freue mich jetzt ganz arg auf Dr. Martina Stotz. Sie ist eine der 20 Expertinnen für elternleben.de und sie war eben bei dieser Sendung, von der ich eben erzählt habe, von Procter & Gamble dabei, gemeinsam stärker hieß sie, und sie vertrat elternleben.de und hat beraten und auch beschrieben, wie ihre Arbeit in Familien und mit Kindern aussieht. Wir haben ja eben die Mutter so locker mal so ein bisschen scrollen sehen auf eurer Website, aber so die konkreten Themen interessieren jetzt natürlich. Auch in diesen Corona-Zeiten, hast du vielleicht für uns mal so ein, zwei Beispiele der Arbeit? Ja, also die Themen sind wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich und da strecken sich wirklich über jede Entwicklungsphase hinweg. Also es geht los von Thema Babyschlaf. Mein Baby schläft die ganze Zeit nicht und es schreit die ganze Zeit. Oder das Thema Wutanfälle, Wutausbrüche. Was kann ich tun? Oder ich habe Probleme, Grenzen zu setzen. Mein Kind tanzt mir auf der Nase rum. Ich kann es nicht mehr handeln. Aber natürlich jetzt auch in Corona-Zeiten dann ganz stark das Thema Homeschooling. Ich flippe aus mit meinem Kind zu Hause. Ich weiß nicht, wie ich es unterstütze kann, damit es irgendwie klappt. Ja, Hilfe, ich brauche einfach jemanden, der mir sagt, was ich tun kann. Und ja, dafür ist halt unsere Online-Beratung wirklich Gold wert, weil wir auch innerhalb von 24 Stunden auf E-Mails antworten und am Wochenende innerhalb von 48 Stunden. Und so haben die Eltern einfach auch sofort das Gefühl, gehört zu werden. Und das ist auch das, was mich an der Arbeit so fasziniert, dass wir so schnell einfach Unterstützung bieten können. Kannst du vielleicht noch genauer erklären, binnen 48 Stunden reagiert dann einer oder eine eurer Expertinnen. Wie läuft so eine Beratung ab? Da steht eine Frage im Raum und du antwortest dann online. Tretet ihr auch mal richtig in Dialog? Ja, auf jeden Fall. Also Rose hat die tolle Aufgabe, erstmal diese Frage einer unserer Expertinnen oder dem Experten zuzuordnen. Ja, weil wir haben ja wirklich ganz viele hochqualifizierte Experten, die
speziell ausgebildet sind. Deswegen geht die Frage dann wirklich immer an den Experten, der auch dafür gemacht ist, sage ich mal. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir oft auch erstmal nochmal eine Frage stellen, nochmal genauer nachfragen, um wirklich individueller beraten zu können. Oft ist es auch einfach mal erstmal eine Mail, in der die Mama oder der Papa ganz viel Verständnis bekommt, weil ja, sich die Eltern ja auch erstmal überwinden müssen, sich überhaupt diese Hilfe zu holen. Und dann ist es tatsächlich so, also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, der mich jetzt sehr berührt hat. Da hat eine Mama sich wirklich ganz lang überwunden, überhaupt zu fragen, weil sie hatte ihrem Kind gegenüber Hassgefühle und wusste selbst nicht, dass sie in einer Depression steckt. Und bei sowas ist es dann eben auch wichtig, ganz feinfühlig zu reagieren, erstmal nachzufragen. Und ja, und ich konnte dann diese Mutter dazu bewegen, dass sie tatsächlich sich Hilfe holt. Und ja, sie konnte einfach bei sich dann erkennen, dass die Schuld nicht bei ihr liegt, sondern dass sie auch sich Hilfe holen darf von außen. Und wie lang kann so eine Kommunikation sein? Also über mehrere Tage? Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass die, ja, die Antworten sich erstrecken von einer Antwort bis zu 5 oder 6 E-Mails, die ich auch schon geschrieben habe. Und du gehst schon davon. Es ist auch oft so, dass ich nach einem halben Jahr dann oft mal noch mal eine Mail bekomme und die Eltern sagen, ja, jetzt ist gerade wieder eine stressige Phase, können Sie mir wieder helfen? Und du hast wirklich das Gefühl, die hören erst auf zu fragen, wenn das Thema wirklich gelöst ist oder wenn sie einen Weg wissen, wie sie es lösen können? Absolut, ja. Also ich schreibe auch jedes Mal eben dazu, bitte meldet euch noch mal, wenn neue Fragen aufkommen. Ich bin jederzeit für dich da. Ja, damit die Eltern auch das Gefühl haben, dass sie wirklich willkommen sind. Ja, das ja. ist das Schöne daran, dass wir das auch bieten können. Also du bist ja ausgebildete Schulpsychologin und Familientherapeutin. Rose, Frage an dich. Wie groß ist denn das Spektrum der Experten, die ihr habt auf elternleben.de? Also das Spektrum, Nina, ist sehr breit, weil am Anfang habe ich gedacht, ach, das kannst du ja noch selber machen, bist ja eine gut ausgebildete Feldwald- und Wiesensozialpädagogin und wir denken immer, wir können alle Themen. Aber dann habe ich sehr schnell gemerkt, es wird verdammt speziell. Also es gibt genauso, wenn es Fütterstörungen gibt, brauchst du eine Ernährungsberaterin, die einfach auch ausgebildet ist. Wir haben 2 Kinderärztinnen im Team, wir haben 3 Kinderpsychologinnen im Team, wir haben einen Medienpädagogen im Team, wir haben Menschen, die sich mit Trennung und Scheidung auskennen. Es ist einfach ein sehr großes Spektrum und interessanterweise enden viele Fragen, egal was der Grund für die Frage war, mit der Ansage, ich bin verzweifelt, könnt ihr mir helfen? Und die landen jetzt alle bei dir, die Anfragen, und du verteilst sie dann auf den richtigen Experten und Therapeuten. Genau, so ist es. Ich bin die Qualitätssicherung sozusagen, weil ich tatsächlich, da hilft die Feldwald- und Wiesenausbildung wieder, relativ schnell zuordnen kann, wer welche Kompetenz haben könnte. Also so wie die Eva vorhin erzählt hat, wie sie die Familien und die Ehrenamtlichen zusammenmatcht, so versuche ich die anfragenden Familien zu den richtigen Experten zu matchen. Und fast immer klappt es auch. Ein einziges Mal habe ich erlebt, dass eine schrieb, oh, von der Expertin will ich nicht beraten werden, die kenne ich persönlich. Nicht, dass ich sie nicht schätzen würde. Also da hat uns das Analoge sozusagen eingeholt online, aber es ist die Ausnahme. Ja, und die Beratung ist ja nun mal digital. Martina, das ist eine Beratung auf Distanz. Was kann so eine Beratung bewirken und wo sind vielleicht auch die Grenzen? Also grundsätzlich bewirkt es erstmal, dass natürlich dieser Schritt, sich Hilfe zu holen, nicht ganz so groß ist, als wenn ich mich einfach wirklich persönlich an ein Unterstützungsangebot wende. Und die Eltern, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten noch verstärkt, das suchen natürlich auch als allererstes zurzeit einfach im Netz online. Und tatsächlich ist diese Hemmschwelle nicht so groß und man hat ja auch diese gewisse Anonymität. Also man muss ja nicht irgendwie seine Adresse angeben, sondern man kann sich einfach mit irgendeiner frei gewählten E-Mail-Adresse an uns wenden. Und man kann auch anonym bleiben. Und das hilft eben auch vielen Eltern, den ersten Schritt zu gehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist aber manchmal diese Distanz. Vielleicht das noch zur Ergänzung. Wir haben sehr, sehr viele Familien mit Migrationshintergrund, die weder das deutsche Hilfesystem kennen, noch sich von der Sprache her zutrauen, jetzt eine Beratungsstelle aufzusuchen. Die schreiben manchmal Mails, die bestehen nur aus 2,5 Sätzen. Und trotzdem sind wir dann die Ersten, die sie lotsen können. Und wir versuchen dann schon, wenn es online
Also man kriegt so ein Gefühl, ob es lösbar ist online oder nicht. Wenn es nicht lösbar ist, dann matchen wir eben wiederum in das lokale Hilfesystem in der Nähe. Also wir fragen dann nach der Postleitzahl, weil, wie Martina gesagt hat, vorher ist es komplett anonym. Und erst wenn die damit einverstanden sind, suchen wir in unseren Verzeichnissen, wir haben auf Elternleben ja auch eins, nach der passenden Beratungsstelle vor Ort und hoffen dann, dass sie sich dort melden. Das wiederum können wir letztlich nicht mehr leisten, das zu überprüfen. Da spielt uns auch der Datenschutz eine Rolle, weil wir die Mails immer nach einem gewissen Zeitraum alle löschen müssen. Ja. Und Martina, wenn ihr jetzt mal richtig schwere Probleme identifiziert oder das Gefühl habt, da ist eventuell sogar eine Bedrohungssituation für ein Familienmitglied, was macht denn ihr dann? Ja, es ist ganz, ganz wichtig, da das ja anonym ist, trotzdem erstmal nur im Kontakt zu bleiben mit der Mutter oder dem Vater und wirklich auf ganz empathische Art und Weise der Mutter oder dem Vater beizubringen, dass es wichtig ist, ganz schnell Hilfe zu holen. Was hilft, ist immer wirklich eine konkrete Telefonnummer gleich dazu zu schreiben, verschiedene Möglichkeiten anzubieten, damit einfach auch diese Hemmschwelle kleiner wird, dann auch anzurufen und vielleicht auch noch zu betonen, dass man eben weiß, dass man da ganz schnell und gut Hilfe bekommt und damit einfach dieses Vertrauen ins Hilfesystem auch wieder größer wird. Weil oft haben auch die Eltern schon, wie vorher auch die Kirsten Hanisch-Eggert gesagt hat, das Vertrauen ein bisschen verloren, dass geholfen werden kann. Und deswegen geht es da wirklich darum, auch gute Recherchearbeit zu machen, wirklich gute Verbindungen aufzubauen zum Unterstützungssystem nach außen. Deiner Erfahrung nach funktioniert das auch? Ja, also ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht und es ist tatsächlich das, was einen dann auch so rührt, zu sehen, dass es wirklich funktioniert. Ja, also eine 1:1 Beratung, digital zwar, aber offensichtlich sehr erfolgreich. Rose, da musst du uns natürlich über die Finanzen wieder mal aufklären. Diese Beratung ist ja wirklich ganz kostenlos. Wie sieht es denn da mit der Finanzierung aus? Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das ist eine der Schwellen, die wir sonst aufbauen würden, wenn wir Geld dafür nehmen würden. Und wir wollen wirklich schnell für alle erreichbar sein. Und einen Teil der Beratung finanzieren wir über die Spenden aus dem Spendenfonds. Das kommunizieren wir auch so mit den Spendern. Die verstehen das auch, dass das Finanzielle das eine ist. Aber die andere Art von Beratung ist auch eine wesentliche Hilfe. Und ansonsten ist das Ganze sowieso ein ganz verrücktes Unternehmen, Nina. Also zeig mir eine Online-Plattform, die ohne Investoren auskommt. Wir haben es bisher geschafft mit Spendern, mit Förderern. Wir würden gerne weiterentwickeln. Also auch dafür brauchen wir Spenden. Auch wenn es erstmal nur für Bits und Bytes ist und ganz unsexy Zeug. Aber so eine Plattform, ich bin ja nicht die digitale Generation. Es ist ein Loch ohne Boden und wir müssen halt jeden Tag überlegen, was können wir als nächstes entwickeln und was nicht. Und ja. Gott sei Dank haben wir aber für die Online-Beratung diesen Grundstock über den Spendenfonds. Sonst wäre das schon sehr schwierig, das durchzuhalten. Unsere Expertinnen sind sehr bescheiden mit ihren Honoraransprüchen, aber ich will es nicht ganz ehrenamtlich machen lassen, weil wir brauchen die Expertise und die Verlässlichkeit. Das ist mehr als Leute aus der Nachbarschaft. Völlig klar und mein Eindruck, völlig professionell und zugleich unendlich engagiert. Also alle, die jetzt in unserem Wohnzimmer Giving Tuesday Chat dabei sind, haben jetzt die drei Säulen kennengelernt, die drei Hilfsangebote von Wellcome. Jetzt geht's zur Sache. Jetzt kommen wir zum Spenden. Ich habe geschaut, wir wollten nach jeder dieser Säule Fragen von euch noch beantworten, aber ihr seid so wahnsinnig umfangreich und auch plastisch informiert worden, dass keine Fragen da sind. Also kommen wir jetzt gleich zum wichtigen Punkt der Spenden. Ihr habt Informationen, ihr wisst, was für einen Sinn diese Arbeit macht, also entscheidet euch. Kirsten, jetzt brauchen wir dich und vielleicht auch die Rose. Schaut doch jetzt bitte nochmal, dass ihr deutlich macht, wie man spenden kann. Wir haben es zwar schon mal erfahren, aber ich glaube, noch einmal so der kleine Kick wäre gut. Kirsten? Ah, du bist noch gemutet. Ich habe gesagt, Dankeschön. Einmal noch die Journey über die Spendenmöglichkeiten. Anna? Ja, danke. Also, das wunderbare Bild, was alle schon kennen, das Erkennungszeichen für unseren Spendenabend am Giving Tuesday. Die Möglichkeit,
Genau, Giving Tuesday. Einfach nochmal runtergehen auf das Formular. Jetzt spenden, ganz einfach. Wir haben gerade eine ganz tolle Summe. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. 2.222 Euro habe ich gerade gesehen. Wir haben auch schon tolle Kommentare. Macht weiter so. Ihr seid eine wirkliche Stütze für Familien. Toll, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank auch schon an die Spender an dieser Stelle, die sich schon betätigt haben. Okay, sollen wir noch zur Ausfüllung des, ich glaube nein, ne, des Spendenformulars was sagen? Ich glaube, das ist alles selbsterklärend. Und es gibt auch noch den wunderbaren Geschenkgutschein, den findet man ja auch auf eurer Website. Wer noch was für Weihnachten braucht. Nicht nochmal zu wiederholen. Das brauchen wir auch nicht, genau. Ich will nur noch sagen, es gibt auch auf der Website ein Mitgliedsformular für den Spendenfonds. Wer also statt dem Geschenkgutschein eine Spendenfondsmitgliedschaft verschenken möchte, auch das ist natürlich möglich. Ja, und es gibt viele, viele Argumente, Welcome zu unterstützen. Vielleicht habt ihr auch noch Menschen, die ihr davon überzeugen könnt. Unter anderem gibt es da die Kurt und Maria Dohle Stiftung Rose. Die haben für diesen Abend was versprochen. Richtig, die haben uns ein bisschen unterschätzt, weil sie haben gesagt, na, wenn ihr 500 Euro zusammenkriegt, dann verdoppeln wir das. Also, die 500 Euro werden wir sammeln. Die kommen in jedem Fall auf die jetzt schon gespendete Summe oben drauf. Und wer weiß, was noch alles kommt. Ja klar, also der Abend ist noch lang. Und eigentlich motivieren ja Menschen am besten oder werden Menschen am besten motiviert zu spenden, wenn andere mit gutem Beispiel vorangehen. Und da haben wir noch jemanden. Und die ist uns auch hoffentlich jetzt zugeschaltet, nämlich von GlaxoSmithKline. Sie ist Senior Managerin Unternehmenskommunikation und Leiterin CSR Corporate Social Responsibility. Claudia Kubacki ist hier. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Können Sie mich hören, Frau Huge? Ganz fantastisch. Schön, das dass Sie sehr schön. Konnten Sie denn unsere ganze Sendung am Giving Tuesday verfolgen? Natürlich habe ich alles mitverfolgt. Nein, das ist sehr spannend. Wir sind ja auch schon länger Partner von Welcome und unterstützen diese Einrichtung wirklich sehr, sehr gerne. Also wir haben vor über 10 Jahren waren wir auf der Suche nach einer neuen Organisation, die wir unterstützen können. Und da sind wir auf Welcome aufmerksam geworden und hatten die ersten Gespräche mit Frau Voltschmidt. Und ich meine, wer Frau Voltschmidt kennt, der weiß, sie ist einfach sehr enthusiastisch und begeistert, begeisterungsfähig. Und da konnten wir gar nicht Nein sagen und haben natürlich vorher gesagt, nee, wir wollen die Organisation unterstützen. Uns hat aber natürlich vor allem auch die Idee überzeugt, wie Welcome für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sorgt. Ja. Und besonders gefällt uns einfach die Art und Weise, wie konkret Welcome den Familien hilft. Das haben wir heute in den schönen 3 Beispielen ja auch gesehen und wie sie auch neue Angebote in all den Jahren, wo wir jetzt auch schon zusammenarbeiten und unterstützen dürfen, auch weiterentwickelt haben. Ja. Und was besonders einfach toll ist zu sehen, dass diese Hilfe wirklich den Menschen oder der Familien zugutekommt, die wirklich extrem Hilfe benötigen. Und das finden wir einfach ganz toll und unterstützungswert und werden das mit Sicherheit auch weitermachen. Denn ich kann wirklich nur sagen, jeder Cent, den man da spendet als Unternehmen, wir machen das ja als Unternehmen GSK, kommt wirklich dort an, wo es gebraucht wird. Und ich kann das wirklich nur weiterempfehlen. Ja, also wer jetzt nicht überzeugt ist und spendet, selber schuld. Aber kommunizieren Sie eigentlich diese Welcome-Unterstützung auch an Ihre Mitarbeiter im Unternehmen, dass Sie so wissen, es gibt Welcome, GlaxoSmithKline tut was für Sie und es macht wirklich Sinn? Ja, doch, auf alle Fälle. Also es ist uns auch ganz wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen, dass die auch wissen, was wir an Einrichtungen haben, unterstützen. Und wir haben das auch so, dass wir das zum Beispiel sogar mit unserem Außendienst teilen. Wir sind ja ein Gesundheitsunternehmen, sodass die Mitarbeiter im Außendienst zu Kinderärzten gehen und zum Beispiel die Broschüren verteilen von Welcome, um dort eben aufmerksam zu machen in den Praxen. Dort sind ja auch häufiger mal Mamas und Papas, die vielleicht ein bisschen überfordert sind, was wir ja heute alles gesehen haben. Und das, glaube ich, ist eine gute Möglichkeit, um da eben auch nochmal auf die Einrichtung aufmerksam machen. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ja, und dann werden Sie natürlich auch anderen Unternehmen sagen, bitte Welcome unterstützen, oder? Natürlich, auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Wir sind seit über 10 Jahren Partner und ich denke, wir werden es hoffentlich auch noch viel länger weitermachen. Ja. Ich finde das eine ganz tolle, also auch mal von GSK-Seite mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an das gesamte Welcome-Team und natürlich auch an alle Ehrenamtliche für diesen
hervorragende Arbeit, die Sie da tagtäglich leisten für diese Familien. Das ist also wirklich extrem wichtig. Das ist toll, dass es solche Organisationen in Deutschland gibt. Das tut doch gut, Rose Kirsten. Und ich wünsche natürlich viel Erfolg bei der Spendenaktion. Ja, vielen Dank, Frau Kubacki, für die und Unterstützung. Das tut wirklich gut. Ja, Wahnsinn. Also dann Dankeschön erstmal an Frau Kubacki und Rose Kirsten. Wer von euch möchte denn das erste kleine Spendenergebnis jetzt mal verkünden? Anna, blendest du es mal ein? Das macht die Rose natürlich. Ja, bitte. Wow, es sind jetzt 2.722 Euro Stand jetzt um, wie viel Uhr ist es? 21.20 Uhr. Ein bisschen überzogen haben wir. Ja. Aber der Abend darf gerne noch länger werden, wenn es nach uns geht. Und wir sehen den Balken so gerne zu. Ja, und es braucht ja auch eine Weile, bis man überhaupt das eingegeben hat und so weiter. Da kommt jetzt garantiert noch ganz viel dazu. Ich habe nämlich hier auch etwas, nämlich eine E-Mail, die ich heute bekommen habe. Ganz, ganz nett von dem Ehepaar Fiesmann. Sie wissen, Hochtechnologie, Kälte, Wärme und noch viel mehr. Also, die schreiben mir, vielen Dank für die Einladung zu eurem virtuellen Spendenabend von Welcome. Leider können wir nicht dabei sein, aber im Internet haben wir uns informiert, was Welcome so alles unternimmt und wofür sich diese Organisation engagiert. In Rücksprache mit Martin, dem Ehemann Martin Fiesmann, haben wir uns entschlossen, dieses Sozialunternehmen mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro zu unterstützen. Das ist doch was, oder? Kommt noch obendrauf. Ganz klar. Also, vielen, vielen Dank. Vielleicht gucken die beiden sich ja diese Live-Sendung noch mal an, weil sie ja auch auf der Homepage stehen wird. Also vielen Dank an euch. Genau. So, also jetzt werden natürlich alle noch hochmotiviert weiterspenden. Nina, gibt es noch irgendetwas an Fragen? Ich glaube nein, aber das ist auch gut, weil man hört euch so fasziniert zu. Da hat man gar keine Lust, nebenbei noch irgendwelche Fragen in den Chat zu schreiben. Vielleicht noch mal ganz kurz von jedem von euch ein Erlebnis aus eurer Arbeit mit Welcome, das euch besonders berührt hat. Und dann kommen wir so langsam zum Ende. Vielleicht natürlich fängt Rose an. Ja, wenn ich so zurückdenke, es war eine Familie, ist schon sehr, sehr lange her. Es war eine Drillingsfamilie und eine Tochter dazu, nicht die aus dem Film. Ich selber bin ja Zwillingsmama, von daher berühren mich Mehrlingsschicksale auch immer ganz besonders stark. Und die sagte, wissen Sie, es war ja wichtig, dass die Ehrenamtliche da war, aber sie haben unendlich viel mehr gemacht. Denn was wir erlebt haben, nachdem die Drillinge angekommen waren, war, dass die Leute die Straßenseite gewechselt haben, wenn wir kamen und uns mit einem schiefen Blick bedacht, nach dem Motto, so viele Kinder, da kann was nicht stimmen. Und es hat uns gekränkt, wir haben uns ausgeschlossen gefühlt und durch Welcome fühlen wir uns wirklich willkommen. Und das lebt ihr und das tut uns so unendlich gut. Und das sind so für mich die Gänsehautmomente. Da denke ich, ja, da passt was zusammen. Wunderschön. Kerstin vielleicht? Ja, Nina, auch ich bin ja schon eine ganze Zeit bei Welcome. Ich habe als Ehrenamtliche angefangen und habe schon viele berührende Momente natürlich mitgemacht. Aber ich möchte eher einen Moment aus der Gegenwart, ein Erlebnis aus der Gegenwart, nämlich aus der Corona-Zeit, als wirklich sehr berührendes Erlebnis mitnehmen. Mich fasziniert es, mich begeistert es, wie sehr unsere Ehrenamtlichen tatsächlich auch an ihre Familien gedacht haben, wie sehr sie in diesen schwierigen Zeiten dennoch versucht haben zu unterstützen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz besonders und nicht zu vergessen natürlich auch unsere Teamkoordinatoren, die fantastische Arbeit da geleistet haben, die große Sorge hatten, dass auch Ehrenamtliche wegbrechen, was überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Also wunderbar, sehr berührend, motivierend, weiterhin daran zu arbeiten, dass ja, dass es alles gelingt. Ja, können wir uns, denke ich, alle nur anschließen. Ein Riesenkompliment an all Sie, all die. Eva, vielleicht dann gleich passend dazu ein Erlebnis aus deiner Teamkoordinationsarbeit? Ich hatte jetzt gerade aktuell ein Ehrenamtstreffen
Deswegen würde ich mal von der Seite berichten und muss sagen, ich fand es unglaublich toll, wie die Ehrenamtlichen zusammengekommen sind und ihre Geschichten austauschen konnten. Und da war mir ganz im Gedächtnis geblieben, eine Ehrenamtliche, die selber früher alleinerziehend war und jetzt gerade eine alleinerziehende Familie unterstützt, eine alleinerziehende Mutter unterstützt und einfach auch nochmal berichtete, wie sehr sie das genießt, helfen zu können, mit dem Kind zu sein und wie gestärkt sie auch daraus geht, aus dieser Helfesituation. Hm. Ja. Das macht Sinn. Hm. Vielleicht Ruth? Also für mich war besonders bewegend oder beeindruckend, auch in der Corona-Zeit. Wir haben damals ja so eine Corona-Soforthilfe ins Leben rufen können durch zwei große Spenden und haben da ganz, ganz vielen Familien helfen können, eben dadurch, dass die Koordinatorinnen vor Ort da so ganz energisch dann auch tätig geworden sind. Und ich fand einfach diese Dankeäußerungen, die von den Familien dann zurückkamen, die an uns zurückgemeldet wurden, das war einfach... Ja, das war so toll. Und dann, ich bin jeden Tag während des Lockdowns ins Büro gefahren und habe gedacht, es ist so schön, so eine Aufgabe zu haben. Und das fand ich einfach großartig. Und deswegen bin ich auch so gerne bei Welcome. Ja, geht einem das Herz auf. Martina, du hast schon so schöne Beispiele für gelungene Arbeit uns gegeben. Vielleicht hast du noch eins. Hey, Martina, hast du mich gehört? Ah, du bist noch gemutet. Entschuldigung. Genau, mir fällt ein Beispiel noch ein aus der Corona-Zeit. Und zwar hat sich dein Papa an mich gewendet, der ganz große Probleme mit seinem Sohn hatte, der ganz, ganz viel vor dem Computer, vor dem Fernseher, vor dem Tablet hing und überhaupt nicht mehr davon wegkam. Und seine Frau war Schmerzpatientin, weil sie einen schlimmen Unfall hatte und konnte sich nicht mehr richtig um den Sohn kümmern. Gleichzeitig war der Mann total in Sorge um seinen Job. Das heißt, er hat so viel gearbeitet wie nie. Und er war einfach völlig überfordert und hat dann meine Unterstützung gebraucht. Und ich konnte ihn an die Hand nehmen und gemeinsam mit ihm wirklich einen Plan überlegen, wie er mit seinem Sohn genau reden kann, dass sie da rauskommen, dass der Sohn wirklich wegkommt von diesen ständigen Medien, weil sie mir total schlecht getan hat. Und ja, das war für mich ein ganz bewegendes Beispiel, auch weil sich einfach ein Vater Unterstützung geholt hat. Das ist tatsächlich ja auch eher seltener. Und ich fand es einfach schön zu sehen, dass dieses Angebot sich immer mehr und mehr jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ja nochmal öffnet an so viele Menschen in unserer Gesellschaft. Ja, elternleben.de richtet sich auch an Männer. Ganz klar. Ja, ganz großartig, ja. Ich glaube, Rose, vielleicht für dich zum Schluss noch die Frage, was habt ihr denn so vor? Was hast du so vor? Wo geht's weiter mit Welcome? Also es ist tatsächlich so, für Kirsten und mich ist eine Riesenaufgabe, überhaupt alles stabil zu halten und noch gut durch die Corona-Zeit zu kommen. Wir haben immer sehr gut gewirtschaftet, sehr sorgfältig und haben es deswegen bisher durch dieses Jahr geschafft. Wir wissen aber nicht, wie es nächste wird. Und die ersten Förderzusagen sind schon begrenzt bis nur Juli, wo man denkt, und dann? Also das Jahr hat immer noch 12 Monate, sodass wir schon erstmal mit Stabilisieren beschäftigt sind. Aber natürlich wollen wir komplett Gas geben bei der Digitalisierung. Es ist ganz klar, dass immer mehr Eltern diesen Weg von Beratung und Hilfe suchen werden. Und wir haben zwei sehr starke analoge Angebote und wir wollen dieses dritte Angebot elternleben.de mindestens genauso stark machen. Und da, wenn da auch mal eine Großspende dabei wäre oder jemand, der kooperieren möchte mit uns als Unternehmen, herzlichst willkommen. Ja, und Kirsten würde jetzt noch erwähnen, wenn die Zeit nicht so knapp wäre, deswegen mache ich es für Kirsten gleich mit. Wir haben gesagt, auch bei der praktischen Hilfe, die schon seit 2002 existiert, es gibt tatsächlich noch weiße Flecken auf der Landkarte, wo es kein Welcome-Team gibt, weil wir noch keinen Träger gefunden haben oder ein Träger da ist, aber die Finanzierung nicht hat, um ein Welcome-Team zu gründen. Also auch da ist noch Arbeit zu tun. Danke. Danke, Rose. Aber vielleicht, Kirsten, magst du kurz noch sagen, wie es jetzt hier heute Abend weitergeht? Denn für mich ist jetzt so langsam Schluss, aber nicht für euch. Und wer Lust hat, kann ja noch mit euch weiter zusammenbleiben. Genau, Nina, du hast es gesagt. Also wir stehen noch zur Verfügung für Fragen. Wir sind noch da, wer sozusagen noch mit uns ein virtuelles Glas Wein trinken möchte. Ein anderes Event können wir im Moment nicht anbieten. Ist herzlich willkommen.
Wer Fragen hat, wer Fragen noch loswerden möchte heute oder gerne auch, ich bin die nächsten Tage im Büro, Rose ist auch da. Wir freuen uns auch darüber, da über Nachfragen. Herzlich willkommen und ansonsten, Rose, dein Schlusswort. Ja, meins geht erstmal an die wunderbare Nina. Ich glaube, ihr könnt alle bei den Reaktionen einen Beifall zeigen und jetzt wieder in die Galerie an sich gehen. Nina, du hast uns hervorragend durch diesen Abend geführt und für uns, die wir was erzählt haben, hast du die Bühne gebaut und wir haben uns entspannt und sicher bewegt. Chapeau, du bist ein Profi. Toll, dass du uns so helfen konntest. Und ich weiß, du bist im Umzug. Ich kann dir noch nicht mal ein paar Blumen vorbeischicken, weil ich nicht weiß, in welche Kiste du die räumen würdest. Aber irgendwann sag uns mal, worüber du dich freuen würdest, meine Liebe. Dankeschön. Nein, nein, also über eine kleine Spende für Welcome würde ich mich sehr freuen. Sehr gut. Ja. Nein, ich bin sehr überzeugt von eurer Arbeit und habe es ja eben auch über die Sendung Gemeinsam stärker so intensiv diese Online-Beratung kennengelernt, dass ich einfach den Hut ziehe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, wer dabei sein möchte, ich habe ja gelernt, beziehungsweise wir alle, glaube ich, haben schon ein bisschen länger in petto, dass wir jetzt auf die Galerieansicht gehen, gell? Und dann kann man sich untereinander sehen, werden alle freigeschaltet, nicht mehr gemutet, zumindest ja, wenn das mit den Hintergrundgeräuschen funktioniert. Und ihr könnt euch nochmal so austauschen, dass nicht das alles über den Chat eventuell verschriftet werden muss, sondern ihr könnt richtig miteinander reden. Könnte sein, dass das noch das eine oder andere interessante Gespräch ergibt. Ich sage jedenfalls von meiner Seite tschüss. Es war mir ein ganz großes Vergnügen und ich wiederhole mich. Ich bin tief beeindruckt und möchte tschüss sagen mit meinem Lieblingssatz. Alles wird gut und noch etwas dazu, aber nicht von alleine. Da muss man schon spenden. Danke und tschüss. Vielen Dank, Nina. Tschüss. Ja, jetzt beginnt der inoffizielle Teil des Abends. Anna, ich gucke dich von der Technik an. Hast du alle automatisch gemutet? Wie wollen wir denn in den Dialog gehen, wann immer jemand noch eine Frage stellen möchte? Müsstest du dafür die Mikrofone freigeben? Die Teilnehmer können selbst ihre Stummschaltung aufheben, indem sie unten links auf ihr Mikrofonsymbol klicken. Falls das nicht klappen sollte, einfach im Chat einmal laut geben, dann kann ich jeden, der das möchte, auch von der Stummschaltung befreien. Sehr gut. Wir sind heute so viele, dass die Galerieansicht, ich glaube, inzwischen reicht. Ja, wir haben noch, doch, wir haben zwei Seiten. Man muss hin und her springen. Das heißt, vermutlich müssen wir das Experiment wagen, dass wer uns eine Frage stellen möchte, die sich einfach entmutet und drauf losplaudert. Und wenn es dann mehrere sind, dann sortieren wir euch wieder. Aber erstmal, glaube ich, ist es gar kein Problem, wenn ihr euch traut und einfach mit uns sprecht. Ich muss da jetzt einfach mal reingrätschen, weil ich nämlich gerade eine Nachricht auch von einer langjährigen Unterstützerin habe, die Astrid Piskora, die ist dabei von Walt Disney. Und die Walt Disney wird aufrunden auf die avisierten 5.000 Euro. Juhu! Juhu! Tausend Dank, Piskora. Ja, das sehr, sehr gerne. Ich kann da auch da nur Frau Nina Ruge beipflichten. Es geht nicht von allein und jeder muss ein bisschen was. Und ob es privat ist oder die Unternehmen, meistens haben die Unternehmen ein bisschen mehr, sage ich mal, Möglichkeit. Oder dürfen ein bisschen Robin Hood spielen und das Geld verteilen. Deswegen. Und ihr wisst, ich bin immer bei euch, immer mit Herzen. Ihr macht eine so großartige Arbeit. Ja, wie ich hier auch nur der Claudia Kubacki, wir kennen uns ja auch, von Unternehmen beipflichten kann. Wenn es euch nicht geben würde, man kann euch auch gar nicht mehr wegdenken. Und das weiß auch unsere liebe Bundeskanzlerin und viele andere, die euch alle auch immer den Rücken stärken und ich glaube, euch viel Gehör und auch viel Raum Gott sei Dank geben, weil
ihr habt, macht so eine wichtige, wichtige Arbeit für die ganze Bundesrepublik Deutschland und ich finde es einfach nur unterstützend wert, immer wieder. Vielen, vielen Dank, Frau Pispora. Auch Sie sind ja schon viele, viele Jahre an unserer Seite, also auch mehr als 10 Jahre treu an unserer Seite. Von daher ganz toll. Danke. Sehr gerne. Ich sehe hier noch die Tanja Olbert von der Allianz. Jetzt haben wir das dritte Münchner Unternehmen. Großartig. Münchner Ecke hier heute Abend. Tanja, hast du denn heute Abend noch was Neues erfahren? Ich bin ehrlich, Rose, nein, weil ich mich ja klar mit dir sehr eng zusammenarbeite und auch immer total viel informiere. Habe ich jetzt nichts Neues erfahren, aber du weißt, ich bin ein totaler Fan von eurer Arbeit. Bin tief beeindruckt von dem, was ihr macht. Finde es toll, wenn ihr hier alles mobilisiert, wenn ihr in eurem Netzwerk wirklich dabei habt. Und du weißt, das ist mir ein großes Anliegen, dass wir da immer mehr in die Vernetzung kommen, die Unternehmen mit den Socials. Und finde es einfach total klasse, was ihr da macht. Und freue mich wirklich auf alles, was auch kommt nächstes Jahr mit euch. Wunderbar. Ich habe gerade eben ein Glas Wein gereicht gekriegt, also falls andere auch eins haben, auf diesen Abend, meine Lieben. Großartig, vielen Dank. Gerne. Prima. Gibt es neben den tollen Worten, über die wir uns immer sehr freuen, auch noch Fragen? Es könnte ja durchaus sein, dass manches unklar geblieben ist, unkonkret war. Wenn immer was ist, raus damit. Jetzt ist die Gelegenheit. Esther, erkennst du uns eigentlich noch wieder? Du hast ja Welcome Wand verlassen. Oder bist du überhaupt noch da, Esther? Nee, Esther hat sich schon verabschiedet gerade. Ah, wie schade. Okay. Dann mag ja vielleicht jemand anders noch, bevor wir die Tafel aufheben sozusagen. Hast du gesehen, dass Herr Hansen auch dabei ist? Ja, ich sehe ihn. Ehepaar Hansen auf dem Sofa, Herr Hansen. Das ist super, dass Sie mit dabei sind. Freue mich riesig, Sie zu sehen. Auch ein ganz langer Weg. Dürfen. Hallo, guten Abend. In die Runde. Eine gewisse Zeit und irgendwie die Zeit mit Corona scheint es noch länger her sein zu lassen, aber umso mehr schön zu sehen, dass es weitergegangen ist, gerade in dieser schweren Zeit. Also das ist höchster Respekt. Vielen Dank. Also Sie wissen ja, wir machen Stehvermögen. Also das zeichnet uns schon aus. Herr Hansen hat uns in die Runde zur Erklärung viele Jahre juristisch pro bono beraten. Und uns öfter ganz, ganz wertvolle Arbeit gemacht. Sie waren in mehrfacher Hinsicht für uns unbezahlbar. Also es wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Das waren schon Honorare in etlicher Höhe. Also von Vertragsgeschichten, inzwischen die ganze Datenschutz-Area und was das so alles ist. Und daran denkt man natürlich nicht, wenn man Menschen helfen will. Aber auch das hat juristische Nebenwirkungen. Und da ist gut, solche Leute an der Seite zu haben. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch der Punkt, der mir am meisten fehlt, nachdem ich aus der Kanzlei ausgeschieden bin und jetzt nur noch irgendwelche Kochboxen verteile, hätte ich fast gesagt, dass ich das nicht mehr machen kann. Aber umso schöner ist, dass man es ja auch monetär helfen kann. Und das werden wir natürlich hier nach dem Call noch machen. Und auch vielen Dank an alle Großspender hier. Das ist ja fantastisch, was da noch drin zusammengekommen ist. Dankeschön. Danke, Herr Hansen. Ich sehe, es sind auch Menschen aus dem Welcome-Netzwerk da. Katja aus Berlin. Genau. Wie ging es dir beim Giving Tuesday als eine von uns? Hast du was Neues erfahren aus den anderen Angeboten? Mit dir sprechen wir ja viel über die praktische Hilfe, nicht ganz so viel über die anderen Dinge. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist gut und deshalb war ich auch ganz froh, dass ich es geschafft habe, mich mit als Mäuschen einzuschalten. Die anderen zwei noch mal in kurz, knapp, knackiger Fassung präsentiert zu kriegen, weil wir sie natürlich immer mitnehmen und immer mitkommunizieren.
Und da ist es doch immer ganz gut, die Daten dann nochmal wieder aktuell zu haben. Und da freue ich mich jetzt einfach, sie zu haben, weil dann kann man dann sozusagen wieder, ja, wieder viel mit mehr Fundament dann drüber sprechen. Ich hatte gerade heute ein sehr spannendes Gespräch von einer Beraterin, die sich bei mir vorgestellt hat, die mit dem Thema Solo-Moms unterwegs ist, ehemalige Welcome-Familie, deshalb sozusagen dann auf uns gekommen ist, um da ein Netzwerk wieder zu stricken. Also das waren in der Tiefe, wie sie da heute drüber sprach, nochmal ein neues Thema, was immer so an der Seite mitläuft, aber wo man sich noch nicht so viel mit beschäftigt hat, aber was zunimmt, also wie ich heute dann gelernt habe. Und von daher, ja, sie fragte mich genau dann solche Sachen und wie ist denn das und wie groß ist der Spendenfonds? Und jetzt kann ich ihr dann morgen eine E-Mail schreiben und nochmal drei Fakten hinterher liefern. Vielen Dank. Habt ihr toll gemacht. Sagst du uns nochmal was, wie hieß der Trend? Solo-Moms? Solo-Moms, ja, also Frauen, die sich bewusst entscheiden, als Single Mutter zu werden. Ah, okay. Und genau, sie ist ihre eigene Geschichte, also auch, ne, wenn man sich mit bestimmten Themen dann selbstständig macht, wem erzähle ich das, stecken häufig eigene Geschichten dahinter und ist auch Sozialpädagogin, also kommt auch aus dem Feld, ist Familientherapeutin, also auch eine größere Bandbreite. Und wie ich heute gelernt habe, sind wir halt nicht nur die Hauptstadt der homosexuellen Paare, die Kinder kriegen, sondern auch die Hauptstadt halt der Solo-Moms. Man lernt die Stadt auch nach 30 Jahren immer wieder noch neu kennen. Das glaube ich. Berlin ist eben Berlin. Vielen Dank, Katja. Ja, es sind einige, die anfangen, sich zu verabschieden. Es ist auch schon weit vorangeschritten. Wir haben inzwischen fast 9:45. Ich will niemanden rausschmeißen, aber ihr müsst auch nicht aus Höflichkeit bleiben. Deswegen würde ich sagen, ich habe keine Glocke. In der Kneipe ist ja letzte Runde immer das Zeichen. Ich mache das symbolisch. Wenn noch wer gerne was sagen oder wissen möchte, herzlich gerne jetzt. Oder wollen wir noch mal ins Spendenergebnis gucken? Anna, wie sieht es denn aus? Im Moment werden nach wie vor die 2.722 Euro angezeigt. Wunderbar. Sehr schönes Ergebnis. Zumal ja aufgerundet wird. Das finde ich schon wow. Also mit diesem Wow können wir ja, glaube ich, auch aus dem Abend gehen. Und genau. Kirsten, magst du noch mal was sagen? Ich sage einfach nur Danke. Es war ein toller Abend. Danke ans Team für die Vorbereitung, für eure Bereitschaft, um diese Uhrzeit hier mit uns nach der Tagesschau zu sitzen. An unsere Spender natürlich. Frau Piskora für die tolle Überraschung, Frau Kubacki für die wirklich großartige Lobrede auf Welcome und auf die weitere Unterstützung des Bayerischen Landesbüros mit ja einem erheblichen Betrag, auch wenn sie heute privat spenden mussten, leider, und nicht für GSK spenden konnten. Aber wir wissen, es kommt noch was. Vielen, vielen, vielen Dank an alle. Vielen Dank und einen wunderschönen Abend und ans Team. Erholt euch gut. Wir sehen uns morgen im Büro, die meisten. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Abend. Tschüss.